Dann starten wir mit unserer Pressekonferenz. Ich begrüße alle anwesenden Medienvertreter hier vor Ort, die, die uns digital zugeschaltet sind. Natürlich alle Clubfans, die von daheim aus zuschauen und unseren Cheftrainer Miroslav Klose. Es war bekanntermaßen eine sehr kurze Woche, denn wir spielen bereits am Freitagabend, also morgen um 18.30 Uhr gegen den SSV Jahn Regensburg hier im Max-Morlock-Stadion. Stand jetzt sind 35.000 Karten abgesetzt, 2.800 gingen nach Regensburg. Und dann freue ich mich auf eure Fragen rund um die Partie. Wer möchte beginnen? Wolfgang Lars für nn.de. Ja, Klose, das Derby hat die Woche überstrahlt, sage ich jetzt mal. Wie ist die Mannschaft denn jetzt in den letzten oder die letzten Tage mit diesem tollen Erfolg umgegangen? Also konnte man wirklich diesen Cut machen dann am Dienstag? Oder trägt das die Mannschaft nach wie vor? Nein, sehr gut damit umgegangen. Also es war eine richtig gute Trainingswoche, wo man alles, was wir von Anfang an wollten, diese Leichtigkeit, ja, diese Euphorie. Und da hat das Spiel natürlich seinen Teil dazu beigetragen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir es jetzt auch morgen, wenn wir viele Sachen vom Training ins Spiel rübernehmen können, dass es ein gutes Spiel von uns wird. Aber wie gesagt, das ist halt so, du weißt nie, in welche Richtung so ein Spiel dann auch geht. Es fängt bei 0-0 an, das habe ich schon nach Fürth gesagt. Und wichtig für mich ist, dass es mal ein Abendspiel ist. Ich habe sehr gerne immer abends gespielt und das ist schön. Marco Wertzinger für die Bild. Hallo, Klose, grüß Sie. Inklusive Derby sind jetzt auch 4 Spiele innerhalb von 14 Tagen. Das ist schon eine ungewohnte Belastung für Ihre Mannschaft. Stichwort Rotation, werden Sie darauf jetzt schon Rücksicht nehmen gegen Regensburg oder ist das eher dann erst ein Thema für die beiden anderen Spiele in Hamburg und davor gegen Hoffenheim? Ich bin immer ein Trainer, der erstmal von Spiel zu Spiel denkt. Und das Spiel morgen ist mit das Wichtigste für die nächsten Spiele. Ich weiß, Pokal und alles, Spiel in Hamburg steht an. Aber das wieder rübernehmen ins Spiel, ja, was wir jetzt gezeigt haben, das wieder zu bestätigen. Und da liegt mein Fokus nur auf morgen. Wie ich sage, machen wir immer online weiter. Julian Berse für Clubfokus. Hallo zusammen. Jahn Regensburg vor der Länderspielpause gegen Kaiserslautern und Paderborn haben sie sehr tief verteidigt. Jetzt nach der Länderspielpause gegen Düsseldorf war ich fast über den ganzen Platz ein Mann gegen Mann, in einem Mann gegen Mann sehr hoch gepresst. Was für einen Gegner erwarten Sie denn jetzt da morgen Abend in Nürnberg zu Gast? Ja, ich habe das Spiel auch gegen Düsseldorf gesehen und ich fand, die haben eine gute Leistung gezeigt, sehr engagierte Leistung. Und wir haben uns auf viele Sachen vorbereitet. Ich habe jetzt auch schon Systemumstellung gehört. Wichtig ist, dass wir uns auf uns konzentrieren. Ja, dass wir sagen, okay, wir, so wie wir die Woche auch wieder trainiert haben und den Schwung mitgenommen haben, das möchte ich morgen auch bei meiner Mannschaft auf dem Spielfeld sehen. Und das ist für mich das Entscheidende, weil dann weiß ich, dann können wir Regensburg wehtun und können auch Tore schießen. Und das ist unser primäres Ziel morgen. Wolfgang Lars nochmal für nn.de. Julian Justmann hat in den Vereinsmedien gesagt, dass das Trainerteam immer wieder darauf hingewiesen habe, dass jetzt der nächste Schritt kommen müsse nach diesem Sieg in Fürth. Wie muss denn dieser nächste Schritt aus Ihrer Sicht aussehen? Am besten mit einem Sieg. Weil dann, das, was ich betont habe, schon oft, wir machen die Schritte, auch die Schritte in die richtige Richtung. Manchmal sind es kleine Schritte, so wie jetzt gegen Fürth größere Schritte. Aber den Weg, den ich halt schon öfters jetzt betont habe, der ist jetzt immer mehr zu sehen. Ja, die Mannschaft findet sich, das ist eine richtig, richtig gute Atmosphäre in der Kabine und das ist für mich die Hauptsache. Die haben immer an den Weg geglaubt und an sich geglaubt in erster Linie und alles, was wir Anfang der Saison mit Konkurrenzkampf, doppelt besetzte Positionen, das zeigt sich jetzt immer mehr. Also ich kann aus dem Vollen schöpfen und das ist das, was ich als Trainer mag, immer punktuell auf den Gegner bezogen, halt mir die Spieler rausfischen und die natürlich, die sich das verdienen. Ja, das ist das Entscheidende. Benedikt Hoffmann für den Kicker.
Servus. Welche Wichtigkeit könnte ein Sieg morgen gegen Regensburg auch für die kommenden Wochen haben? Ist ja zugegebenermaßen ein relativ schweres Programm mit Hoffenheim und Hamburg. Ja, jeder Sieg ist wichtig und wir haben es gesehen, das, was ich betont habe, was der Sieg in Fürth mit uns gemacht hat, ja, mit der Leichtigkeit, mit der Energie, was die Spieler auf den Platz gebracht haben und daran gilt es anzuknüpfen. Ja. Ich war richtig zufrieden mit der Energie auf dem Platz. Es war ein gewisses Knistern zu sehen bei meinen Spielern in dem Spiel. Und da gilt es jetzt konstant weiterzumachen, dass wir das nicht nur jetzt gegen Fürth zeigen, sondern da auch eine gewisse Konstant, weil darum spielt man Fußball, um genau das zu erzeugen. Und Siege sind immer schön. Philipp Waldmann fürs Frankenfernsehen. Ich hätte zwei Fragen aus dem vollen Schöpfen. Das heißt ja, dass alle soweit fit sind wahrscheinlich. Und auf Pressekonferenzen wird ja gerne über Favoritenrollen gesprochen, in den letzten Wochen ja auch. Ist es für Sie jetzt eine andere Herangehensweise? Man spricht ja schon Derby-Sieg, jetzt dann der dritte Sieg in Folge. Zweite Liga ist ja doch schon so ausgeglichen, dass man kein Team auch unterschätzen kann, auch wenn es vielleicht gegen das Schlusslicht geht. Genau. Ja, von Favoritenrollen habe ich jetzt schon, glaube ich, genug erzählt und manchmal waren es wir, manchmal war es der Gegner. Das ist auch normal im Fußball, aber Fokus liegt jetzt auf uns. Ja. Zur Personalie, Enrico Valentini ist krankheitsbedingt Anfang der Woche ausgefallen. Der ist jetzt gelaufen, stößt heute zur Mannschaft dazu. Mit dem habe ich noch nicht gesprochen, wie es ihm geht. Geplantes Mannschaftstraining. Und eine erfreuliche Nachricht ist Tim Handwerker. Hat jetzt gestern das erste Mal mitgemacht bei uns im Training und das ist für mich eine fantastische Nachricht, weil ich habe ihm genau das, was nach dem Derby war, diese Emotionen habe ich ihm gestern angesehen in den Augen beim Training und deswegen bin ich Trainer, um genau das zu sehen und den müssen wir jetzt Stück für Stück heranführen, da will ich keine Prognose jetzt abgeben, aber für den Jungen hat es mich unheimlich gefreut. Sonst ist es, wie gesagt, Dustin und die von Anfang an nicht dabei waren. Marco Wertzinger für die Bild. Das heißt dann, Yannis Serra ist auch wieder ein Kaderkandidat. Mhm. Zu Regensburg noch, die haben ja doch große Schwierigkeiten, in der Liga anzukommen. Wo sehen Sie so allgemein die Probleme beim Jan? Boah. Also es wurde ja viel über unsere Probleme gesprochen und darauf habe ich mich erstmal fokussiert und jetzt gibt es auch Probleme in Fürth und das ist für mich zu weit weg und ich maß mir das auch nicht an, irgendwas zu beurteilen. Ich habe gesagt, meine Mannschaft ist im Vordergrund, das war die letzten Wochen auch so und wir wollen uns verbessern, wir wollen die nächsten Schritte machen und es ist ein gefährlicher Gegner, das kann ich sagen, weil jetzt erwartet jeder wieder viel und besonders hier, ja, aber das ist nicht zu unterschätzen, diese Mannschaft. Julian Berse für Club Fokus. Ja, Sie haben vorhin angesprochen, ist schön, dass man sich jetzt für jeden Gegner quasi den richtigen Spielertypen rauspicken kann, so ein bisschen. Michael Sefcik wartet jetzt seit August auf seinen dritten Zweitliga-Einsatz. Was fehlt ihm, dass er es aktuell jetzt zuletzt ja nicht mehr im Kader geschafft hat? Oder ist er da wieder näher rangerückt? Waren Sie zwischenzeitlich mit ihm im Training zufrieden? Was fehlt ihm allgemein noch so? Ja, wir haben in erster Linie viel mit ihm halt gesprochen. Also am Anfang hat ihm ein bisschen die Leichtigkeit gefehlt natürlich, weil er sich selbst auch zu viel Druck gemacht hat. Wir haben individuell mit ihm gearbeitet, auch immer Sachen aufgezeigt und der Weg, wie bei vielen Spielern, geht einfach weiter. Es ist ein junger Spieler und in erster Linie haben wir gesagt, muss er halt konstanter werden, auch in den Trainingsleistungen, dass er da nicht immer abfällt. Das macht er. Er rückt näher, ja, das muss ich auch ehrlich sagen. Er hat einen fantastischen linken Fuß, einen goldenen Fuß, würde ich fast sagen. Und er ist morgen, so wie alle anderen, auch Kandidat in Kader zu kommen. Wolfgang Glas für NNDE. War es aus Ihrer Sicht tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis so eine Leistung auch dabei herauskommen konnte, weil einige Spieler länger nicht gespielt haben, wie Danilo Soares, andere aus der dritten Liga kamen. War das tatsächlich so aus Ihrer Sicht, dass es einfach seine Zeit gebraucht hat und dieses Niveau war aus Ihrer Sicht dann zu erwarten, dass es so weit kommen könnte?
Also wichtig ist für mich, dass ich immer daran geglaubt habe, ja, weil ich das am Anfang angesprochen habe, wie die Mannschaft zusammengestellt worden ist und in erster Linie auch, was das läuferisch angeht. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Wir haben da auch einen riesen Weg hinter uns und mir ist bewusst, wenn wir fitter werden, wenn wir mehr laufen können und das Spielerische dazukommt, dann können wir jedem Gegner auch in der Liga Herausforderungen stellen. Und wir sind auf einem guten Weg. Es ist nie beendet, die Arbeit, die geht immer weiter. Aber jetzt bin ich unheimlich glücklich, dass diese Leichtigkeit jetzt in meine Mannschaft gekommen ist und das, was ich gesagt habe, das zu bestätigen, das wird jetzt hier die Herausforderung. Gibt es noch weitere Fragen eurerseits? Julian Berse für Club Fokus. Ja, apropos immer besser im Schwung kommen, was ja schon auch auffällig ist, dass diese Leistungssteigerung jetzt konstant ist, seitdem sie das System umgestellt haben. Man hat auch den Eindruck, dass sich jetzt mehr Spieler in ihren neuen Aufgaben mit ihren Profilen ein bisschen wohler fühlen. Wie wichtig, würden Sie sagen, war diese Systemumstellung, um wirklich jetzt auch größere Schritte nach vorne zu machen? Ja, Systemumstellung war in erster Linie, um stabiler zu stehen. Ja, man kann das System auch offensiv interpretieren, das, was wir jetzt gegen Fürth gezeigt haben. Aber entscheidend ist die Spieler. Die Spieler, welche Energie ist auf dem Platz, wie können die Spieler das umsetzen? Und ich habe das öfter schon betont, wir können beides. Ja, wir können auch wieder zurückswitchen. Ja, das ist das Entscheidende, weil wir flexible Spieler haben. Ja. Und das gibt der ganze Kader her und das ist das Entscheidende. So wie ich bei den Spielern mir das rausfischen kann, wer in den Kader kommt, wer in die erste Elf kommt. Und genauso ist es mit Systemen, dass wir auf Gegner bezogen auch immer reagieren können. Dann schaue ich nochmal in die Runde. Es scheint keine weiteren Fragen zu geben. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle, bedanken uns bei euch und freuen uns auf das Duell am Freitagabend. Dankeschön. Bis morgen.